Hallo Leute und herzlich willkommen zu meinem Let's Play I am Setzner, die große Schatzjagd Teil 2. Beim letzten Mal haben wir das Eisgebiet untersucht. Hätte ich mir gemerkt, dass die Schatzruhe im zweiten Tag gewesen wäre, hätte ich da gar nicht hingehen müssen, aber egal. Und heute sind diese Ruinen nochmal dran, weil wir alle Ruinen lieben, oder nicht? Ja, tun wir. Naja, mehr oder minder. Ne, natürlich, wie immer, ich bin mir nicht ganz sicher, ob es auf dieser Ebene war, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es so war. Von daher, einfach mal eben warten. Ping, ping, ba-ding. Weil ich nicht mal eine einzige Schlange überraschen kann. Dann zersäbelt man die Gute einmal in der Mitte und alle sind zufrieden. Oder so ähnlich. Okay. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass es irgendwo auf der Ebene hier war. Das ist ja schon mal etwas, ne? Ja, ist nicht alles, aber schon mal etwas. Die stehen alle doof dafür. Gut genug, aber irgendwie komisch. Ja, sie lassen alles droppen. Noch besser. Das ist irgendwie nicht viel, scheinbar. Oder das Ding hat sich danach erst aktiviert und zählte. Das ist auch eine Möglichkeit. Eine bösartige, blöde Möglichkeit. Aber eine Möglichkeit. Anyway. Ohne jetzt hier den Macker schlechthin raushängen zu lassen, weil bin ich ja eh nicht. Nervst. Jetzt. Mit 8 HP. Ja, manchmal will ich die Kombo auch nicht machen, einfach nur weil es die Animation dauert und die Gegner stehen meistens scheiße dafür. Muss man ja auch ehrlich sagen. Wie gesagt, wir haben so gut wie alle Schätze geholt, die wir jemals gesehen haben. Wobei man wirklich daran merkt, wie kurz das Spiel im Großen und Ganzen ist. Also, wie wenig Orte es tatsächlich gab. Sagen wir es mal so. Nicht kurz in dem Sinne, aber hier sind nicht so viele Orte, dass man wirklich denken könnte, wow, das war jetzt das Spiel mit den meisten Gebieten schlechthin oder sowas, ne? Aber das macht ja nicht alles das Spiel aus. Es hat auch Spaß gemacht, die Story war interessant bisher, finde ich. Obwohl auch hier dieses Spiel zumindest mit den typischen Klischees behaftet ist. Ne? Sowas wie Nidre findet heraus, dass Setzner seine Tochter ist. Was man, naja, wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt, abschätzen konnte. Dieses Theater, wo es dann rauskam, ah, die Reise von dem einen Opfer hat gar nicht stattgefunden, beziehungsweise nicht fertig. Ja, schockierend, seltsam. Das sind so Sachen, wo ich mir denke, ja, was du nicht sagst. Aber alles in allem hat es mir gefallen. Auf jeden Fall. Da ist auch wieder zu tun. Ich meine, ja, ist toll, dass ich nochmal checken kann, dass ich jede Schatztruhe wirklich geöffnet habe, aber ich komme leider oft zu dem Schluss, ja, die Schatztruhe hast du geöffnet. War hier auch nicht der. Ah, da ist er doch. Wunderbar. Unlocking Crisis Dagger. Okay. Also, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das heißt, je mehr HP sie hat, desto weniger Schaden nimmt sie. Macht sie oder andersrum. Finde dann aber tatsächlich das Ding hier wirklich gut eigentlich. Gemessen daran, dass sie mit Momentum 4 Angriffe macht. Und sie bei jedem dieser 4 Angriffe eine erhöhte Wahrscheinlichkeit auf einen kritischen Treffer hat. Was soll ich sagen? Finde ich besser. Ich weiß nicht, ob das in Kombos mit einfließt, sowas halt wie Red Cross.
Denn wenn ja, dann ist die Waffe verdammt gut so. Eingebunden in den Kombos halt, ne? Ja, damit kann ich wieder relativ zügig aus den Ruinen verschwinden. War aber, muss man ja auch sagen, ein schwerer Einstieg sozusagen. Sozusagen tatsächlich, weil... ja, muss man ja erstmal durch, ne? Durch die ganzen Ruinen, die Schlangen wieder. Das dauert schon so ein bisschen immer. Okay, rein. Und dann mal gucken, Höhle geht so, bla bla bluppidi. Irgendwo hier unten müsste ich wieder rausgekommen sein, nehme ich an. Das hier ist neu. Klim Island. Klimloch. Okay. Was gibt's denn hier so Schönes? Ah. Okay. Das ist jetzt in erster Linie eine traurige Geschichte. Kann ich jetzt einfach um den See rumlaufen? Bitte nicht. Okay, kann ich tatsächlich gewandt. Nur, dass hier auch wieder nichts zu sein scheint. Na gut. Rauslaufen. Ich war mal mit einem Monster befreundet, das ist ein Segelsprung, hat sich umgebracht. Obwohl ich glaube, das ist schon eine interessante Information an und für sich. Also dieses... Der hat dann gesagt, er hat Stimmen gehört und ist dann in den See gesprungen. Das klingt halt wirklich so, als wäre da irgendwas mal vorgefallen. Unter den Monstern tatsächlich, meine ich. Ja, das. Irgendwas muss da ja gewesen sein. Okay. Ja, aber guck, da sind wir schon zurück in Gatherington. Das geht halt wirklich, wirklich schnell. Kann man ja nicht anders sagen. Selbst in Gatherington weiß ich gerade nicht mehr, wo die Truhe war, aber. Da haben wir's. Demon Impact. Magical Energie, when a devil tore out the soul of a man who sold his soul to him. Boah. Erhöhte kritische Trefferrate. Auch nicht schlecht. So, jetzt kommen die... Boah. Zwei Dungeons, auf die ich eigentlich keine Lust habe, die nochmal rückwärts zu spielen oder vorwärts oder wie auch immer, aber... Müssen wir halt nochmal durch. Fridging Caves? Schon diesen Dungeon, wo es hieß, wow, irgendwo da soll ein Eingang sein, bla bla, da müssen wir nochmal durch. Und Fridging Heights, der Dungeon, wo es dann halt darum tatsächlich ging, dass da der Weg in die letzten Länder wäre. Das sind dann halt tatsächlich nochmal die etwas nervigeren Dungeons, die wir durchlaufen müssen. Aber das geht ja auch relativ zügig. Außerdem kriege ich hier White Bell, Laurel, what auch immer, wie auch immer das weiter ging dieser Satz. Was insofern gut ist, denn wir wissen ja, damit kann ich nochmal ein bisschen Gaggenrath machen. Und mit zusätzlichen Gaggenrath muss ich nicht mehr das in der Party hin und her tauschen, sondern wir haben die Möglichkeit zu sagen, ey, hier, guck mal. Hast du noch mal ein bisschen Gangrath? Ich finde das Wort Gangrath echt super. Nicht wirklich. Also, irgendwie vielleicht schon, aber nicht wirklich. Außerdem muss ich auch noch mal durch die Ruinen gehen, die wir besucht haben, als wir den Weltenschlüssel gekriegt haben. Ja, selbst da muss ich noch mal durchlaufen. Aber wenn wir das gemacht haben,
Dann waren wir überall, wo wir schon mal waren, wo es eine Truhe gab, und haben das Spiel innerhalb von 2 Parts, wenn es halt tatsächlich rein um Dungeons geht, einmal Revue durchgespielt, was irgendwie auch traurig ist. Irgendwie. Aber so ist das halt manchmal, ne? Aber gut, ich sag mal so, wenn es nur um Gebiete gehen würde, hätte ich auch Final Fantasy 9 innerhalb von 5 Minuten durch, wenn ich dann nur durchlaufen müsste. Vielleicht mit Kämpfen ein bisschen mehr. Jetzt ist die Frage, habe ich jetzt alles gesehen? Nicht, dass ich jetzt hier wieder an der Truhe vorbeigeschossen bin, da reinlaufe und dann heißt es, nee, da war nichts mehr. Okay. Ja, natürlich ist es tiefer drin. Meine Party so... Komi, weißt du überhaupt, was du da tust? Wir wollten in die letzten Länder, wir müssen hier opfern und so. Zeitlich wieder zu Hause sein, Mittagessen machen oder sowas ähnliches. Plöpp. Aber ein sehr interessantes Geräusch. Plöpp. Ja, sie kann stunnen. Ich kann stoppen. Setzer kann töten. So geht's halt auch. Ja, das Problem ist, ich habe mir wirklich hinterher nicht mehr gemerkt, dass die da sind. Leider habe ich mir immer nur gemerkt, ja, auch in diesem Dungeon oder was auch immer gibt's eins und da gibt's eins. Aber halt nie so richtig das Wo, sondern eher so ein tatsächliches Ja, das gibt es da. Und er steht da hinter mir und denkt sich so, haha, der hat all meine Freunde getötet. Aber mich nicht, ich stehe hier. Kleines blödes Missfühl. Oh, Level Ups. Dass ich den Tag noch beim Rückwärtsspielen erleben darf. Dass es sogar Level-Ups gibt. Das ist auch nicht. Dang it. Oh, das hat das sogar alle getroffen jetzt. Den da unten nicht ganz so oft, aber immerhin. Guck an. Oder hat sie ihn überhaupt getroffen? Scheinbar ja nicht. Ist aber auch egal. Zack. Haut sie noch ein Critical raus, während sie das arme kleine Viech da oben knüppelt. Eine Bestie, diese Setzner, eine Bestie. Na, aber dann wiederum, Yuna konnte ja auch tolle Sachen machen. Und ja, ich weiß, ich weiß. Ich sollte wahrscheinlich so einem Spiel wie ihm hier nicht unbedingt immer diese Parallelen aufzwängen, aber. Es erinnert mich halt stark daran. So hier und da. Das ist jetzt gerade ein bisschen schneller, als wenn ich mit Grand Cross rumfummel. Owari Dana. Owari Dana. Alles tuta. Okay. Intuitive Heart. Sie so angegriffen? Meine Herren. Große Power von Intuition, Boost MP. Oh, nicht schlecht. Jetzt ist die Frage, ist es einfacher, hier jetzt komplett rauszulaufen? Zum Luftschiff zu gehen und rauszufliegen? Oder einfach von hier nach draußen zu laufen? Bin mir nicht sicher. Ja, da unten war das Monster damals, aber das heißt ja, hier bin ich auf dem richtigen Weg, um rauszulaufen. Ich glaube, es ist einfacher, wenn ich jetzt tatsächlich von hier aus tatsächlich komplett rauslaufe. Gegen den lege ich mich immer noch nicht an, der mit seinen, ich beiß dich einmal, mach dir 300 Schaden da. Nee, danke sehr. Das brauche ich nicht. So, weil wenn ich jetzt hier runtergehe... komme ich doch wieder beim Flugschiff raus, so gesehen. Ja, da oben ist Gathering, das passt schon.
Ist echt ein bisschen viel gelaufen gleich wieder. Natürlich ist es viel gelaufen. Es ist immer viel gelaufen. Seien wir mal ehrlich. Aber da sind wir bei Frigin Heights. Dem vorletzten... Ja, im Prinzip vorletzten... Dungeon. Den wir nochmal neu durchlaufen. Ja, das ist... Schwupp. Dann overkille ich den armen Kleinen da. Er wollte doch nur einmal schwuten. Nee. Hier haben wir, soweit ich mich erinnere, tatsächlich zwei Schatztruhen. Das heißt, doppelt so lange suchen. Yay. Wobei, zugegebene Dungeon war jetzt nicht der größte. Also ganz so schlimm ist das auch nicht. Yes. Hätte eigentlich gehofft, dass ich sie ein bisschen schöner erledigen könnte, aber so geht's halt auch. Vor allen Dingen, wenn der Gegner gestoppt ist, so wie er. Tja, dumm gelaufen! Also für den Gegner, nicht für mich. Für mich gut gelaufen. Schlimm ist, ich muss ja wirklich hier einmal hoch, dann müssen wir das andere Gebiet nochmal hoch. Und dann muss ich das ganze Gebiet auch wieder rückwärts runter. Oh, ihr gefällt mir, aber ihr steht schön. Zumindest fast alle, oder? Ja, doch, alle von euch standen sehr schön. Danke für eure Kooperation. Bis zum nächsten Mal. Yeah. Das war sehr gut. Das war sehr, sehr gut. Aber wir wissen ja, rückwärts ist dieser Dungeon relativ kurz. Nein, ich wollte den jetzt nicht nochmal machen, den Kampf. Egal. Egal. Alles stirbt. Oh my wow, more Shindaru oder irgendwie so. Ich kann es immer noch nicht. Ich will es immer wieder lernen. Spruch von JoJo's Bizarre Adventure, der eigentlich nur heißt, du bist schon tot. Und dann vergesse ich es immer wieder. Mal nachzugucken, wie der richtig ging. Naja. Das nur mal so eben als kleine Information am Rande. Was ich da immer sagen will. Und immer wieder vergesse. Möglichst schnelles Umschalten, damit die Gruppe sich gar nicht erst trennen kann. Das ist echt schön, immer zu sehen. Diese wirklich große Gruppe von Gegnern, die dann sich mit einem Mal so auflöst. Ah. Sehr gut. Wir sind fast draußen und ich habe die Truhe gefunden, die wir gesucht haben. Ausgezeichnet! Faszinierend, wirklich faszinierend. Okay, Schatztruhe. Uff. Für 2 Mega-Elixiere. Und ja, ich habe nachgeguckt. Es gibt eine Trophäe dafür, einen Mega-Elixier benutzt zu haben. Wenn man... Ich sag mal, beim letzten Kampf das immer noch nicht machen würde. Und die sich aufbewahren möchte für spätere... Sachen, dann kann man immer noch sagen, man speichert einmal, benutzt es im Kampf und dann lebt man wieder, macht im Großen und Ganzen eigentlich auch keinen Unterschied. Aber das muss jeder für sich selbst wissen. Jeder Mann, jede Frau für sich. Steht so doof. Aber dann wiederum, wenn ich euch stoppe oder stunne, dann könnt ihr nicht explodieren, oder wie war das, ne? Ja. Dann nehme ich es zurück, dann steht hier perfekt. Sozusagen. Eigentlich immer noch nicht, aber... Wird man was Gutes über sie sagen? Oh, das ging schnell. Harmonic Balance. Macht was? Alters the North of the Universe. To the number of combos used.
jetzt irgendwo festgehalten, wie viele Kombos ich benutzt habe, weil dann ist das jetzt mittlerweile gut am Steigen. Naja, damit haben wir den Dungeon jedenfalls auch abgeschlossen. Gatherington haben wir auch fertig. Fehlen jetzt noch Magna Valley. Was immer noch klingt wie eine Art Nudel. Ich hätte gerne eine Portion Magna Valley Nudeln dazu. Und... naja, wie gesagt, die Ruine. Und in der Ruine selber sind es halt zwei. Und danach sind es, glaube ich, nur noch neue Gebiete. Deswegen ist ab dem Punkt dann die Schatzsuche komplett abgeschlossen für uns. Was ja eine schöne Sache ist. Auch das ging eigentlich wieder schneller als erwartet. Aber ich sag ja, so Revue gespielt ist das Spiel halt relativ kurz. Mal abgesehen davon, dass wir jetzt bei Part 23 sind und eigentlich tatsächlich an der Boss-Tür klingeln können. So, hallo, Pizza-Service. Ich habe Pizza für Sie. Ja, das ist in gewisser Weise schon fast wieder erschreckend. Aber nur fast. Weil, ich bin ganz ehrlich, ich habe Spaß mit dem Spiel gehabt. Das ist eigentlich das, was wichtig ist. Es ist ein kurzes, knappes RPG. Und ich glaube, nach diesem RPG werde ich ein anderes Spiel spielen, und zwar Nier. Ich werde wahrscheinlich Nier danach fertig machen. Nachdem ich in die zweite Hälfte eingestiegen bin, die eigentlich die bessere Hälfte des Spiels ist, und dann gesagt habe, ich höre auf. Oder, naja, was heißt ich höre auf? Ich mache eine Pause, aber diese Pause hat sich jetzt eh nicht lange hingezogen. Was nicht fair ist für die Leute, die tatsächlich auf meinem Channel von mir Nier sehen wollten. Wobei das voraussetzt, dass es tatsächlich solche Personen gab. Wenn nicht, dann nicht. Aber ja. Ob wir den jetzt schlagen könnten? Ich weiß ja nicht. Ich weiß nur wieder nicht, ob die Schatztruhe jetzt hier war. Ja, die müsste gut sein. Zumindest ist da die Eule mit drin. Ja, ich weiß nicht, ob die Schatztruhe hier auf der Seite war von Magna Valley oder der anderen Seite. Aber das finden wir heraus. Relativ zügig, denke ich. Ja, hier war sie ja scheinbar nicht. Und viel Valley gab es ja auf dieser Seite dann auch gar nicht mehr. Ja, ich glaube, doch, sie wurde mitgetroffen. Ich hätte gedacht, das rechte Fuchsmädel steht so gut, dass sie nicht getroffen wird, aber falsch gedacht. Sehr, sehr falsch gedacht. Na gut. Und auch hier wieder raus. Ja, ich komme gleich. Ich komme gleich in den Dungeon rein. Interessant, wie ein Dungeon in den anderen Dungeon übergehen kann manchmal. Passiert ja nicht überall, aber wenn, dann ist das schon interessant gewesen. Oh, einsammeln, wenn ich schon da bin. Das sind echt komische Monster, diese Blumenviecher da. Was auch immer die darstellen sollen. So. So, weil es schneller geht. Und im Pit technisch tut sich daher gar nichts. Na, warum nicht? SP-Ansammlung hoch. So, da haben wir die Truhe. Wunderbar. Ein stoisches Herz. Boost HP. Ja. Brauche ich gar nicht überlegen, das kriegt er ein gutes. Oh mein Gott. Harmonic Balance. Nee, Moment mal. Wir brauchen mehr Cs sozusagen. Hier nehmen noch die Wirbelwindklinge. Und
gar nicht, warum sie mir unbedingt immer hier die... Ach Gottchen, Hirn. Die S-Sprite Knights vorschlagen bei einem A. Ich weiß es nicht. Daneben. Also das Viech hat mich ja gesehen, das war schon wieder so... Ja, ich mach dich platt und nicht so nö. Ah ja, wie freue ich mich drauf, hier nochmal rumzurennen. Obwohl zugegeben, A gibt es keine Rätsel mehr, B sind die Abkürzungen freigeschaltet. Also sobald ich einmal die Schatzruhen gefunden habe, sind wir eigentlich so gut wie wieder raus aus dem Dungeon jedes Mal. Ja. Ich wollte schon sagen, bin ich jetzt in ihn reingelaufen oder nicht? Ich war mir nicht sicher. Okay, aber der Punkt ist in im ersten Areal, was das hier ist, gibt es keine. Oh, da ist ein Hut-Hut-Ding da. Hut-Hut, wie auch immer. Die Truhe befindet sich halt tatsächlich in Areal 2 und 3. Ja, es gibt zwei Truhen. Von daher... Nee, nur mal gucken, ich den Ausgang hier finde. Muss doch, war doch irgendwie oben rechts irgendwo. Naja, doch. Prima. Und die Areale selber waren ja gar nicht mal so lang. Behaupte ich jetzt mal so. Also ganz so lange darf es ja eigentlich, sollte es gar nicht dauern, aber es ist halt, ne, ein bisschen ran. Heil mich mal einmal mit Linear. Schöne Sache. Ja, jetzt muss ich. Ach, toll, jetzt muss ich die Rätsel teilweise wieder auflösen. Aber was? Ah, nein, nein. Nervig. Ja. Zumindest so teilweise. Weil ich kann. Ich hab da schon gerade Auto-Revive. Das sind Sachen, die ich gerne lese. Hier ist nur die Truhe. Okay. Ja, das ist doch blöde hier. Hier ging's wieder raus, das weiß ich. Die große Frage, die sich stellt, ist, wo war die Truhe? Die ist hier. Yes! Mit mehr Orichalcum, dem, ich glaube, vorletzten Packen, den wir hier so finden werden. Ja. Das ist das vorletzte Packen. Das letzte Packen finden wir, wenn wir weiterspielen würden. Also sollte man sich da keine Gedanken drum machen. Großartig. Oh nein. Turner wurde angegriffen, das finde ich nicht nett. Will ich mir mal angucken. Nett. Er führt auf jeden Fall seinen Zweck. Oh. Nehmen wir immer noch. Irgendwas habe ich falsch gemacht. Wenn die noch leben, habe ich was falsch gemacht. 9 HP. 9 HP. Also wenn 9 HP übrig bleiben, habe ich definitiv was falsch gemacht. Naja, und ich sollte mich wahrscheinlich nicht immer in solche Kämpfe verwickeln lassen.
Mit solchen Kämpfen meine ich halt welche, wo ich erstmal so doof überrascht werde. Jetzt muss ich darauf warten, dass das Ding da oben von seinem Ball runterkommt. Währenddessen geht das andere Ding hier auf seinen Ball. Es ist. So. Dann lasse ich es jetzt mal auf seinem Ball. Aber in der Zeit können wir schon den ganzen Rest erledigen. Und dann Grand Cross. Sollte töten. Ja. Das lernen wir daraus. Ich sollte wirklich darauf aufpassen, dass ich nicht blöde in die Gegner reinlaufe. So ist okay, weil so geht der Kampf wenigstens direkt so los, wie es war. Und vorausgesetzt, es trifft irgendwas. Die meisten. Ein HP, wirklich. Ich glaube, es hackt manchmal. Hier ist nicht die richtige Truhe. Wie gesagt, eine gibt's hier noch. Eine gibt's noch zu finden. Sag mir, wo bist du, Truhe leiden? Niemand weiß es. Aber ich werde dich finden, liebste Truhe. Ich werde dich öffnen. Naja, das und die Gegner werden weinen, weil tut. Da hat was geleuchtet, oder? Ja. Wuhu! Moment, jetzt bin ich wieder beim Start, oder nicht? Bin ich jetzt nicht wieder beim Start? Dang it! Ich bin im Kreis gelaufen. Oh no. Davon was? Das war nix. Naja. Ach, das macht einen ja echt kirre hier. Da ist nichts. Hier sind wieder Gegner. Das heißt, zumindest war ich hier noch nicht. Aber da ist auch nur die Truhe wieder. Gut, Spiel wusste nicht, wie er sich aufstellen soll. Ist auch mal sehr witzig anzusehen. Eigentlich sollte ich einfach. Ja, ich glaube, ich fliege jetzt einfach. Das ist mir jetzt wieder zu doof. Tschüssi. Schneller. Bleibt jetzt auch wieder darauf zu warten, dass der von seinem Ball runterkommt. Schöne Sache mit den Gegnern, aber nervig, wenn man es im Prinzip eilig hat. Und eigentlich diesen Dungeon nie wieder sehen wollte. Wohl bemerkt. Das macht's dann nämlich wirklich nicht besser. Übrigens, wenn ihr seht, dass ich mein Momentum nicht einsetze, dann liegt es daran, dass es irgendwie nicht funktionieren wollte. Ich drücke und das sehe ich. Weil im Normalfall lasse ich mir so einen einfachen Momentum-Kill nicht klauen. Und seien wir mal ehrlich, einen Momentum-Kill zu holen, ist ja das Einfachste, was man machen kann. Stellen wir dir diese Liste von ganz vielen Sachen gleich verkaufen muss. Oh, yay. Ah, gefunden. Kiste. Liebe dich. Brave Will. Boost ATB Speed, was auch sehr schön ist. Ja, das waren alle Kisten von Sachen, wo wir noch nicht hin. Ja, wo wir noch nicht waren, sagen wir es mal so. Und was ich jetzt machen werde, ist tatsächlich dem Ratgeber, dem ich so lose folge, in dem Fall tatsächlich zu folgen und werde damit zu, wie ist es, dem Flowberg Waters, ihr wisst schon, dem Stückchen Dungeon, wo das
Eiswasser war. Dahin werde ich gehen, denn dort werde ich... War das jetzt richtig? Um hier wieder rauszukommen? Ich glaube ja. Dort gibt es direkt am Anfang leicht, in Anführungszeichen, leicht zu besiegende Sprite-Monster mal wieder. Und die möchte ich vernichten. Das sind 5 Stück in einem Kampf. Das heißt, im Prinzip kriegt man da 5000 Erfahrungspunkte, wenn man sich gar nicht mal so doof anstellt. Und ich glaube, das ist schon ganz cool. Außerdem natürlich kriege ich Materialien etc. wie immer, die ich dann halt wieder verkaufen kann. Also im Endeffekt werde ich leveln und dabei Geld sammeln, weil wir das Geld brauchen, um die Waffen zu verstärken, die wir wiederum im nächsten, beziehungsweise im letzten Kampf benutzen wollen. Das ist nicht unbedingt nötig, denke ich mal. Aber ich habe da tatsächlich Bock drauf, weil Farmen und so ist ja meistens relativ simpel. Das muss ich nicht unbedingt zeigen. Ich werde euch aber tatsächlich nochmal zu diesen Gegnern bringen, um sie mit euch einmal angeguckt zu haben. Und dann werden wir sie halt verprügeln. Jetzt kommt nur der Punkt, dass ich auch nochmal aus Magna Valley rauslaufen muss. Ah. Ich sag ja, so toll die Gegend hier auch ist, aber Mensch, ich muss überall rauslaufen. Festgeschrieben ist jedenfalls, dass Sprite Knight Monster 1000 Erfahrungspunkte wohl geben. Das heißt also wirklich dieses... Ja, ich habe schon wieder gedrückt, das passiert nichts. Naja. Das heißt, diese Sprite Knight Monster, die ich jetzt jagen gehe, geben mir halt tatsächlich immer 5000 Erfahrungspunkte. Das ist eine ganze Menge, wenn es denn funktioniert. Das ist halt die Frage dabei. Wenn es nicht gut funktioniert, dann kriege ich halt jedes Mal aufs Maul. Und dann kommen wir halt zu dem Punkt mit Erfahrungspunkten etc. ne? Beziehungsweise Materialien. Denn mein Ziel ist es jetzt im Großen und Ganzen, mal abgesehen davon, dass ich zum Beispiel für Komi noch eine Waffe kriege später. Die kümmern wir uns aber auch später. So, Floberg. Floberg, Moment, das war... Hier ist Royberg, hier ist Floatberg. Das hieß im westlichen Eingang, also hier. Das heißt, ich werde hier einmal speichern, damit schon mal unsere Schatzjagd nicht umsonst war. Die hat jetzt 2 Parts gehalten, da möchte ich dann schon ganz gerne, dass das auch gespeichert ist. Gehen wir rein und gucken mal. Die Frage ist halt, mit welcher Kombination ich so am besten platt machen soll. Genau, das sind sie. Im Prinzip Pengis, die ich jetzt natürlich nicht mal in der Kombo getroffen habe, aber ist egal. Und ihr seht, das Problem ist halt im Prinzip die Menge. Deswegen eigentlich habe ich es damit versaut, dass ich sie nicht überrascht habe. Was mich jetzt gerade so ein bisschen ärgert auch tatsächlich. Weil ich der Meinung war, ich wäre vernünftig reingelaufen in den Kampf, dass sie mich nicht überraschen würden, aber nein. Natürlich nicht. Wo denk ich denn dahin? Oder so ähnlich? Also nochmal von vorne. Dafür sind aber die Foxstones halt ganz gut. Wenn ich Mist baue, einsetzen. Gut ist. So. Jetzt ist die Frage, ob das töten kann. Nein, kann es nicht. Ja. Ich komme aber auch nicht mehr dran, kann das sein? Ja, das ist doch. Und noch 300 irgendwas, oh Gott Naja, vielleicht muss ich auch auf Blowbeat umsteigen. Ah, oder? Das geht auch so. Also im Prinzip muss ich überleben ihre ganzen Rocket Drives, aber das ist vor allen Dingen der eine jetzt nur. Ich weiß nicht, warum der eine das jetzt machen darf ohne Ende.
Aber ja, mit denen soll ich leveln. Das wird nochmal witzig. Das wird nochmal witzig. Andere Idee ist natürlich jetzt schon mal ein paar Waffen hochzupushen mit Kristallen und so, aber naja. Es ist nicht so einfach. Na, probiere ich mal Blowbeat aus, ob das besser ist. Ich habe da ja so meine Bedenken. Aber probieren wir es mal. Wenn am Ende rauskommt, dass Blowbeat besser funktioniert, umso besser für mich. Ja, Blowbeat. Naja, es hat einen umgebracht. Gut, es macht mehr Schaden. Also ja. Es sei denn, das ist jetzt wieder der, der hier einen auf großen Macker macht, aber nee, tatsächlich nicht. Also ja. Und ihr seht, ich kriege, ne? Sehr, sehr viel Zeugs. Für einmal kämpfen, so gesehen. Und das werde ich jetzt halt ein paar Mal machen, um meine Level so ein bisschen zu vertiefen. Materialien zu sammeln, die ich ja dann halt auch alle 5 Sekunden wieder abkarren muss. Ich frage mich allerdings, warum ich so viel unterschiedlichen Schaden mache. Dass die einen so sterben und die anderen nicht. Ja. Ich habe ja nicht unterschiedlich viel HP oder so. Ja. Es ist keiner gestorben, ich verstehe das nicht so richtig. Ja, ich verstehe das überhaupt nicht. Ja, das passiert halt. Aber da kommt auch das wieder zum Tragen, dass ich halt jetzt dafür gesorgt habe, dass ich wieder aufstehe. Also alles in allem einigermaßen eine machbare Kampftaktik, nur nervig, wie ihr seht. Naja. Ich trainiere hier, ich muss ja nach jedem 4. Kampf muss ich wieder gehen, um die Sachen zu verkaufen. Ah, bis zum nächsten Mal, Leute.